Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eofly FS. Heute fliegen wir die Boeing 737-200, glaube ich, von Oakland nach San Francisco. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz kurzer Streckenflug nur, aber ich will eben keine zu lange Folge machen. Deswegen starten wir jetzt mal schnell, fliegen kurz den Streckenflug und landen dann in San Francisco. Ja, Klappen haben wir auf Stellung 2 gestellt und wir rollen jetzt erstmal vom Gate zur Startbahn. Ihr könnt gerne, wenn ihr mal ein Flugzeug sehen wollt, es gibt ja noch ein paar, das in die Kommentare schreiben, dann kann ich natürlich auch mal mit dem Flugzeug, das ihr wollt, fliegen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir die auch gerne stellen. Und ich versuche sie zu beantworten. Ja. Machen wir kurz langsam, ich will was testen. Okay, das geht nicht. Düdüdüd. Kurz anhalten mal. Okay. Kann ich den. Nice. Zuerst mal die Lichter anmachen. Ja, sieht auch gleich viel besser aus. Das ist auch so ein Mini-Scheinwerfer. Wir können mal die Klappen auf 20 Grad stellen. Ich weiß jetzt nicht, mit was die gestartet wird, um ehrlich zu sein. Man hat auch viele schöne Kameraperspektiven an diesem Flugzeug. Vielleicht mache ich da ja mal einen kleinen Eofly FS 2 Movie draus. Kann man bestimmt was Schönes draus machen. Ja, cool, da haben wir Feuerwehr stehen. Hoffen wir mal, dass wir die nicht brauchen. Ich glaube, ich werde auch jetzt schnell ohne Autopilot fliegen, weil das lohnt sich nicht für die kurze Strecke. Damit American Airlines 777 eingekesselt. Ich hoffe mal, hier geht's zur Startbahn. Machen wir mal kurz unser Ding hier unten an. Also wir sehen schon, ganz kurzer Flug nur. Von Oakland nach San Francisco. Und da hinten sehen wir ein paar schöne Hochhäuser. Wie weit gehen das noch? Ich glaube, wir gehen noch weiter. Sind das hier? Das waren. Das sind die Taxi-Lights, das sind die Landing-Lights. Okay. Die müssen wir vorm Start ausmachen. Ups, mal irgendwie daneben. Ja, wir sehen schon, das ist eine etwas ältere 737. Das sehen wir an den ganzen Rundinstrumenten. Noch keine digitalen Computeranzeigen. Aber ist auch lustig. Ich finde auch die Lackierung eben geil von diesem Ding hier. Finde ich ganz schön. Deswegen habe ich sie mir auch ausgesucht. Ja. So. Ich hoffe, der Flug ist überhaupt lang genug, damit ich überhaupt meine ganzen Sachen erzählen kann, die ich erzählen will. Sonnenzeichenproblem. Ja, wir machen die Taxi-Lights aus und werden jetzt dann starten. Alles klar, check, 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 geht alles. Geht. Oh, falsche Taste. Geht, geht. So, dann können wir jetzt starten.
geht los. Bisschen tiefer drin, Klappen etwas anfahren, kleine Rechtskurve fliegen. Und ein bisschen zu tief getrimmt, etwas Gas rausnehmen. So, und jetzt schauen wir uns den Start mal im Replay an, damit ich weiß, wie mein Start so insgesamt war. Das ist ja scheiße, das ist eine voll. Achso. So, jetzt stehen wir da. Und hier geht's los. So, ab hier spielen wir jetzt mal. Die mal kurz weg. Hier ist unsere 737. Da drüben ist hier nur unser Flugplatz, wo wir gleich landen werden. Leider ist er nämlich schon von alleine abgehoben. Leider. Ja. Start war, denke ich, ganz okay. Ja, Start war okay. Landeschein verlassen wir an, da die bis 10.000 Fuß sowieso anbleiben müssen. Ja, aber jetzt muss ich mal ganz schnell zu den Sachen erzählen, was ich erzählen, wollte. Ey, ich kann nicht reden. Ich habe ein neues Interview gelesen. Das wurde mit einem Gründer und auch Entwickler vom Aeonfly FS2 bzw. einem Gründer von Epex geführt. Und dies hat ein bisschen über die Zukunft von Aeonfly FS2 geredet. So, was wurde da gefragt? Es wurde zum einen gefragt, wie es mit Hubschraubern aussieht, da hat er geantwortet, ja, wird es eventuell geben, allerdings ist es momentan nicht die oberste Priorität und auch nicht die obersten Wünsche von den Piloten, also die wollen momentan eher andere Sachen und das ist vor allem der ATC und daran arbeiten sie auch am meisten. Mal kurz zusammengefasst, weil wir landen ja gleich schon wieder. Die nächste Frage war dann noch im ATC ein bisschen, wann, ob es schon irgendwie Termin gibt, wie das aussehen wollen. Da gibt es auch noch keine Angaben. Dann wie es aussieht mit Motor an Ausgang, so ein Cold and Dark Modus etc. Da hat er geantwortet, von der Physik wäre es kein Problem. Allerdings haben sie momentan keinen Sound für die Flugzeuge beim Cold and Dark Start bzw. beim Abstellen und deswegen gibt es es noch nicht. Allerdings schauen sie auch, ob sie das einbauen können. Dann wird es vielleicht auch irgendwann geben. Das sehen wir es doch schon mal. Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Dann waren eben nur zu fragen, wie lange es in der Alpha-Version bleiben wird. Noch ein paar Monate. Und dann noch ein interessantes Ding war, wie es mit weitergehen soll. Ob es DLC, Add-ons, Updates geben soll. Ob es Add-ons von anderen Entwicklern geben soll oder beziehungsweise ob andere Entwickler Add-ons entwickeln können und auch normale Modder, und dafür war die Antwort ja, die ersten Modder haben jetzt ihre Systeme bekommen, um Dateien umzuwandeln, das heißt, es könnte interessant werden, neue Airports basteln, neue Flugzeuge, neue Gebäude, heißt, das sollte man drauf schauen. Ich werde das Interview unten verlinken, weil es ganz interessant ist, ist auf Englisch. Ist auch ganz interessant, ich habe jetzt kurz die kürzesten Dinge zusammengefasst. Das war vor allem ATC wird momentan gearbeitet, dann eben, dass andere mitentwickeln können, die nicht bei Epex arbeiten, dass es also auch modfähig ist, beziehungsweise add-on-fähig, auch von anderen Herstellern Add-ons geben.
kann, wenn sie wollen. Ja, das war, denke ich, so das Wichtigste. Das habe ich jetzt ganz, ganz schnell erklärt und jetzt bin ich fast zu schnell fertig. Grafik sieht doch gut aus hier. Und dann haben sie eben noch gesagt, war die Frage, wie sieht es aus? Soll es ein Konkurrenzprodukt zum FSXX-Plan werden? Und da hat er noch gesagt, nicht unbedingt, weil es eben ein ganz anderer Ansatz ist. FSX und X-Plan richten sich an die Leute, an die, ja, könnte man sagen, Profis. Da fliegt man halt nicht einfach mal schnell los, also theoretisch mit den Standardmodellen schon. Und das geht halt beim Eofly FS2 schon. Die wollen halt Anfänger, ups, ein bisschen starke Schräglage, Anfänger und gleichzeitig Profis erreichen. Das waren so die Hauptaussagen von diesem Interview. Also es ist nicht unbedingt eine Konkurrenz zum FSXX-Plan, vielleicht so eine Ergänzung, ein weiterer Simulator. Aber nicht wirklich eine Konkurrenz, beziehungsweise eine Konkurrenz, aber mit einem anderen Ansatz. Also, ja, ist halt was anders. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Wir fahren schon mal die Klappen aus. Das Fahrwerk fahren wir auch langsam schon mal aus. Wir fahren mal kurz die Störklappen aus, damit wir ein bisschen langsamer werden. Bereitet sich gerade auf die Landung vor, wie ihr, denke ich, mitbekommen habt. One's up. So, jetzt kurz dann. Ja, das waren eben so die Hauptaussagen dieses Interviews. War ganz, ganz interessant. Eben, es gibt auch schon ein 3D-Modell vom Hubschrauber. Ja, und theoretisch hätten sie auch die Flugphysik, da, wie ihr vermutlich wisst, eben schon IPEC schon Modellflugsimulatoren entwickelt hat und da ja auch Hubschrauber gab und sie sagten, dass das nicht das größte Problem sei, die Flugphysik von dem kleinen auf den großen Simulator zu übertragen. One's up. Ja. Und dann sagten sie eben noch, dass die Flugphysik vom Eofly FS2 eben ganz gut sein soll, gerade so Cessna etc. soll sehr gut sein und realistisch. Das auch viele echte Piloten bestätigt haben. Und ja, es fühlt sich realistisch an. Um ehrlich zu sein, besser als die Standard 500. extra im FSX. 400. 300. Mal abwarten, wie Eofly FS2 sich weiterentwickelt. Und sie sagten auch, es ist ein Schritt, der erste Schritt zu einem globalen Flugsimulator, also wo die ganze Welt abgedeckt wird. 50, 40, 30, 20, 10. Ah, das war keine schöne Landung. Hier, wir haben Umkehrschub an. Ja. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal das Replay an. Wie weit kann ich eigentlich zurückspulen? Ja, so weit nur. Okay, schauen wir es mal von hier an, würde ich sagen. Ja, das sieht auch ganz schön aus. Vielleicht ein bisschen weiter rauszoomen. Ja, ein bisschen starke Sinkrate. Ja, Nase zeigt ein bisschen zu stark nach unten. Die Landung war nicht wirklich schön. Wir waren zu langsam und haben deswegen zu hart aufgesetzt. Ja, da geht's wieder, aber ich sink zu stark. Ich bin mit der Nase zu weit nach unten. Habe ich die Klappen eigentlich ganz draußen gehabt? Ja. Aber das war auch eine Full-Hand-Landung, also kein ILS oder sowas. Ja, hier sieht man den Schatten schön. Ah, viel zu hart. Oh.
Ah, das hat dem Fahrwerk nicht gut getan. Ui. Ja, ich denke, das reicht auch. Es war ein schöner Flug, kurzer Flug, die Landung war nicht so gut. Ja, also schreibt Wunschflugzeuge, die ihr sehen wollt, in die Kommentare, dann werden wir die vielleicht mal fliegen. Beziehungsweise fliege ich die sehr gerne für euch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.